So, jetzt haben wir es doch. Jetzt repariert er den Bus. Jetzt wird auch der nächste gleich repariert. Dann haben wir wieder zwei Busse mehr. Dieser Sprung ist aber gigantisch. Okay, da habe ich auch gut viele neue Busse gekauft. So, machen wir das erstmal klein, das auch. Und gucken wir dann mal. Ja, gucken wir dann, was fürs Geld wächst. Sobald wir eine weitere Erweiterung haben für Betriebshof, wird dann nämlich auf jeden Fall geguckt, dass das hier auf jeden Fall besser gemacht wird. Das sieht ja scheiße aus. Ich will auf jeden Fall dann, dass der Flur lang gemacht wird, damit alle durch können, dann hier die Räume gebaut werden und das Service Center wird größer gemacht. Die Waschanlage kommt auf jeden Fall woanders hin. Die könnte ich auch theoretisch jetzt schon woanders hin machen. Ich will die Wände weg haben. Okay, gut. Alter. Immerhin, wenn nur mit zwei, nur zwei Dings da. So ist man da weiter. Krank, 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 krank. Okay, machen wir vorübergehend ein Service-Arbeiter. Dann haben wir drei. Das ist ja furchtbar. Krank bis wann? Bis wann? Bis wann? Sonntag bis Montag. Zwei kommt Sonntag wieder. Einer Montag, einer Dienstag. Okay. Okay, das darf ich nicht mehr zumachen.
Und weiter. Okay, dann hätte ich wenigstens einen neuen Bus. Wann kommen die nächsten Busse wieder rein? Na gut, wir hatten da zwei, drei, drei Busse, da vier Busse. Vier. Okay, haben wir alles noch genug. Der Eierstimme wird ja automatisch gereinigt. Ich lasse das mal noch ohne Dings, ohne Forschung und alles heute mal laufen. Ich gerne wissen würde, wie viel ich Sonntag so verdiene. Weil es variiert sich ja auch zwischen den Tagen. So, gestern Montag, freitags waren natürlich auch die ganzen Pendler und sowas. Währenddessen ja in der Woche nicht mehr, am Wochenende ja nicht mehr so viel fahren. Wie lange brauchen wir noch für einen Kredit? Das knackige jetzt 211 Tage. Zulasslastung. Man kann sagen, fährt die etwa vorne nicht, aber okay, fährt. Ja, sind wir schon mal ganz, ganz gut dran. Es wird einfach nicht leerer. One million Fahrgäste. Fahrgäste. Oh. Oh, 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 oh. Läuft doch schon gut. Bin schon stolz drauf. Oh, verkauft das erste Mal. Ich mach für verkauften Strom auch Geld. Finanzen. Geld wieder irgendwo? Ne.
Aber ein Schmackofatze. Umweltprämie. Und wir holen uns auf jeden Fall noch die Goldmedaille. Und wenn der Wasser sonst, wir machen alle Forschungen. Und eine Linien-Stack von 100%. Und eine ÖPN von Nutzungsbereitschaft der Bevölkerung von 100% mit einem positiven Finanzen. Das ist vorgegeben von mir jetzt. Und 5,0 Sterne. Wenn jetzt hier Umweltbonus von 100. Und keinem laufenden Vertrag mehr. Bäm. Gut, nochmal kann ich nicht, weil ich habe jetzt schon Engpass mit den Bussen. Brauche ich mindestens 4 neue Busse. Ja, noch ja. Gut, die meisten zumindest. Manche sind noch schon ein bisschen älter. Stimmt, jetzt ja hier oben. Ja, schon besser als letzten Tag. Ist ja auch nicht schwer. Nicht was. Kann man irgendwie der Bus. Hier schnell stärker einsetzen. So, dann haben wir noch ein paar Busse. Krank. Ausflugsanfrage. Von dort düstelt Strand einfach. Ja, bis morgen kann ich mir eine neue, noch ein paar Busse kaufen. Dieses Tageshöchst von 43,53. Ja, zuschlagen. Ich schaffe aber diese Folge nicht. Und zumindest von gestern, von der letzten Folge auch geschafft. Bei 80.000 mache ich Forschung. Ach ja, Klimaaktionstag. Werbung bei Premier. Reifen habe ich, Bremsprobleme, Sauberkeit. Hat, Scheibenwisch habe ich auch. Reifen habe ich. Klimaanlage möchte ich nur, wenn ich den für so viel kriege. Ja, war klar. Kriege ich gleich vielleicht noch ein gutes Angebot hier.
gab's das nicht hier mit 60k? Okay. Ich dachte irgendwie ist was mit 40, 50, aber 60k ist doch schon ein bisschen hart. Schon wieder an diese andere. Oh, zwei gleich, also. Zeit für eine zweite Waschanlage, ne? Das war jetzt ein gutes Angebot. Boah, 31k. Da wollte jemand seinen Bus loswerden. Reifenset. Lieferung bis 16 Uhr. Das genug muss auch zur Verfügung stehen. Ja, okay, gucken wir mal. Ja, okay, brauchen wir ein paar Versteckerbus 1. Man könnte noch einen Verstärkerbus machen. Okay, doch nicht. Zu viel ist auch nicht gut. Und zumal wir ja auch noch ein paar Busse brauchen. Für ein paar Schichten.
Ja. Uns fehlt kein Bus. Perfekt. Damit war es dann aber auch was mit der Folge. Zum Mittag hin. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.